das ist auch After Church, ne? Das war jetzt nicht in der Gemeinde das Konzert, sondern das war auch wirklich im Alltag von uns, von Kindern Gottes, sowas zu erleben und in einem Ort zu sein, wo man nicht tagtäglich ist, sondern wo auch andere, keine Ahnung, andere Sitten, andere Begegnungen da sind oder man andere Menschen begegnet. Und ja, ich finde es einfach nur schön, dass man halt auch diese Gelegenheit auch nutzt, mit Geschwistern was Gemeinsames zu machen in Christus und das auch wirklich dazu dient, Christus zu verherrlichen, weil, wie Susi ja schon gesagt hat, das hat auch Frucht gebracht. Das hat Frucht gebracht in jeden Einzelnen, wo jeder einfach die Gelegenheit hatte, auch über seine Beziehung mit Jesus Christus nachzudenken, außerhalb der Gemeinde und während des Konzerts und auch zurückgekommen ist mit Christus und Christus nicht da gelassen hat, sondern dass es immer noch weitergegangen ist. Was gibt es denn so für Momente oder gibt es irgendwelche Lieder oder irgendwelche Ereignisse, die euch wirklich geprägt haben? Man kennt halt natürlich, man kennt so ein paar Songs, wo man immer gehypt ist. Ne? Ihr könnt es jetzt anmachen, ich würde in die Luft gehen. Ne? Aber das ist halt so ein Song, das ist nicht normalerweise so, wenn ich sage, ich will tanzen, dass ich den Song anmache. Ja. Ne? Aber in dem Moment, als er das gespielt hat, es war aber auch, weil ich dann wirklich verstanden habe, was ich da singe. Ne? Und deswegen ist das, was ich gesagt habe, dass Jesus dir einfach gereicht, dass dir ist es einfach genug. Ne? Und dieser Song, der singt halt auch darüber, ne? Dass selbst wenn ich noch eine Sekunde habe zu leben, ich werde das dafür nutzen, halt dir dich zu preisen, ne? Weil du einfach mein Ein und Alles bist. Und ich habe geschrien bei dem Song, ne? Meine Wig, die war schon am Kopf. Die Blick, die hat mitgeworscht, aber sowas von. Das fand ich schön. Also ich finde es schwierig zu sagen, welches Lied so mich auseinandergenommen hat, weil eigentlich hat mich das Ganze auseinandergenommen. Alles hat alle auseinandergenommen. Ja, wirklich, weil für mich war diese ganze Woche ein Zeugnis. Also ich bin ja davor gar nicht in Deutschland gewesen, ich war davor in Manchester. Und ihr müsst euch mal vorstellen, die ganzen Monate planst du genau diese eine Woche. Und dann bist du in dieser Woche und nichts klappt, so wie du es dir vorgestellt hast. Gar nichts. Du machst dein Portemonnaie auf, kommen nur Fliegen raus und denkst dir so, ich bin in Manchester, ich soll nach Paris. Wie soll das hinkriegen? Ja, aber das Ding ist, in dem Moment bist du halt einfach nur so, du verstehst gar nichts. Und ich habe den Unterschied zu Paris, zu Hamburg gemerkt, dass es ist ein Unterschied, die Sachen einfach so mitzusingen. Und es ist ein Unterschied, es wirklich so zu verstehen. Weil natürlich, wenn du singst, würdest du es nicht bestreiten. Du verstehst schon, ja, Gott ist gut, Gott ist dein Versorger. Aber verstehe es mal, sei in dieser Situation, wo du dich wirklich auf Christus verlassen musst. Bis es wirklich Klick macht. Und als ich dann die Lieder mitgesungen habe dieses Mal, am Samstag, habe ich verstanden, dass Gott wirklich mein Versorger ist. Ich habe es davor auch geglaubt, vielleicht bei anderen geglaubt, aber für mich selber habe ich es nicht geglaubt. Indirekt, also ich wusste es nicht mal in dem Moment. Und am Samstag stand ich da und dachte mir so, boah krass, ich habe mir über die ganze Woche so kranke Sorgen gemacht. Jetzt stehe ich hier und kann einfach Gott preisen und loben. Und jetzt verstehe ich, er ist mein Versorger, er ist mein Vater, er ist gut. Ich verstehe es, ich singe es nicht nur mit, weil das die Lyrics sagt und weil ich dann Halleluja sage, denn es ist hier drin, es ist hier angekommen. Und deshalb konnte ich jedes einzelne Lied genießen, weil, wie gesagt, die Woche war echt, ich habe so viel gelernt, auch über mich selber, dass ich manchmal ich bin manchmal selber die Blockade in der Beziehung zwischen mir und Gott, weil ich ihm nicht diese Möglichkeit gebe, vollkommen in meinem Leben zu wirken und ich gebe ihm nicht die Möglichkeit, mein Versorger zu sein. Und mein Versorger zu sein heißt nicht, mir Geld zu geben, darum geht es, sondern es geht darum, dass du dich einfach ausruhst, auch wenn nicht alles so klappt, wie du es haben wolltest, dass du einfach weißt, hey, ich wollte eigentlich das so haben, es ist nicht so und ich habe noch keine Lösung, aber ich weiß, dass Christus meine Lösung ist und meine Lösung hat. Und an diesem Wochenende habe ich das echt nochmal gelernt und seitdem wende ich das auch an. Dass selbst wenn ich in einer komischen Situation bin, weiß ich, guck mal, dieser selbe Gott, der mich in dieser Woche unterstützt hat, der unterstützt mich jetzt auch weiter und nicht jetzt irgendwie, ist es in Paris geblieben oder in Manchester geblieben, ich nehme es jetzt mit. Deshalb verweigere ich einfach alles, was damit zu tun hat, irgendwie Christus wieder anzuzweifeln oder nicht zu vertrauen, sondern das, was ich da gelernt habe und gesungen habe, verstehe ich jetzt und jetzt das nehme ich mit. Deshalb, keine Ahnung, welche Lieder da mich auseinandergenommen haben, deshalb alle Lieder
Lieder haben mich fertig gemacht. Eins, was mir besonders gefallen hat, sowas, das kenne ich halt schon, aber Found in You. Und ja, das Lied hat mich wirklich auseinandergenommen an dem Tag, weil ich in dem Moment auch wirklich, wie Susi sagt, ich habe verstanden, was ich da singe und auch verstanden, dass ich dieses Lied immer singen kann. Jede Situation passt dieses Lied. Es ist nicht nur, dieses Lied stimmt nicht nur, wenn alles gut ist, sondern auch wenn Dinge nicht so funktionieren, Dinge halt eher in eine andere Richtung gehen, dass dieses Lied trotzdem die Wahrheit predigt. Und das fand ich halt so schön, dass einfach, weil in dem Lied geht es darum, dass nichts uns von Jesus Christus trennen kann und dass nichts uns von Jesus Christus wegnehmen kann. Und indem ich das einfach geschrien habe und so laut gesungen habe, was für mich so dieses einfach dieses nochmal bekennen für mich und mir das einfach selber nochmal sozusagen zuschreiben, mir nochmal selber nochmal sagen, ey, nichts kann mich von Jesus Christus, nichts kann mich von seiner Freude wegnehmen, nichts, was in diesem Leben mir weggenommen wird oder mir sogar gegeben wird oder was passiert, kann mir diese Freude oder kann mir diese Liebe wegnehmen oder schlecht reden oder nichts, was passiert, kann mir weismachen, dass Gott nicht gut ist. Na, und das habe ich durch dieses Lied so krass erkannt, deswegen, das waren wirklich pure Freudentränen. Und ja, bin ich einfach dankbar dafür, dass ich das halt erleben durfte. Und jetzt auch immer, wenn ich das Lied singe, kommen mir jetzt auch immer voll so schnell immer wieder die Tränen, wo ich denke, oh mein Gott, dieser Song, ey, das ist Wahrheit, das stimmt. Ja, ich bin in Christus gefunden und nichts kann mich von Christus wegnehmen, ja. Also mein Wow-Moment beim Konzert war einfach, als das Lied kam, God Like You. Weil das war ein Lied, das ich noch gar nicht kannte. Ich glaube, keiner von uns kannte das bisher. Also habe ich darüber zum ersten Mal komplett gehört und bei mir war das halt einfach so, dass die ganze Woche auch ein bisschen schon, auch wie Susi schon meinte, einfach kritisch war, weil irgendwann hatte man auch keine Lust mehr, weil viele Sachen, wozu wir auch gleich nochmal kommen, einfach komisch gelaufen sind erstmal oder wir auch viele Angriffe bekommen haben und beispielsweise bei mir in der Arbeit kamen dann auch auf einmal ein paar Probleme, wo mir gesagt wurde, okay, du kriegst an dem Tag nicht frei und so und irgendwann habe ich immer gedacht, ey, ich habe keine Lust mehr, das ist mir alles zu stressig und keine Ahnung, also irgendwann hatte man einfach keine Lust mehr so, ne? Und zudem war das dann auch noch so, dass ich dann so viele Gedanken hatte, dass ich gar keinen Platz mehr für Gott hatte und dass ich wirklich über so viele Sachen nachgedacht habe und dann auch Christus echt vernachlässigt habe und dann der Teufel auch immer viel Platz hatte, um durchzuziehen halt auch. Und als ich dann halt in Konzerte war, die anderen Lieder habe ich natürlich auch gefeiert und so weiter, aber da habe ich echt besonders auf den Text gehört und es wird halt in dem Lied halt gesagt, dass egal wo du jetzt hingehst, ob du jetzt nach Westen oder nach Osten gehst, du niemals einen Gott finden wirst wie unser Gott. Also dass er wirklich der Größte ist. Und für mich war das erste, was ich mir gedacht habe, war so krass, egal wo ich hingehe, er ist halt immer bei mir und egal, ob ich jetzt gerade 1000 andere Sachen im Kopf habe oder 1000 andere Probleme oder sonst irgendwas, er ist trotzdem immer da, ist auch immer trotzdem an erster Stelle, auf der Spitze und alle anderen weiteren Probleme sind einfach viel weiter unter ihm. Und das war dann halt so ein Gedanke, wo ich mir dachte, so krass, also das hat mich wirklich auch echt befreit in dem Moment, dass ich dann endlich dieses Konzert wirklich genießen konnte, ab dem Moment, als ich mich wirklich daran erinnert habe. Und dann, wie gesagt, auch dass egal wo du hingehst, es wird halt nie jemanden geben, der einfach größer ist, weil Gott ist einfach alles so. Und das hat mir, wie gesagt, echt geholfen und ich habe mir dann auch das Lied auch direkt runtergeladen und alles und auch die ganze Zeit gesungen und ja. Was ich zu dem Song noch sagen kann, ist, dass ich habe den Song damals schon vor dem Konzert gehört, weil ich wusste, es ist halt neues und wenn halt ein neues Lied von ihm rauskam, habe ich mir das dann manchmal ein paar Wochen später mal angehört, ob das ganz gut ist, weil ich auch so ein bisschen vorbereitet sein wollte für die Konzerte, weil ich das immer schön finde, wenn man so die Lieder ein bisschen kennt, wenn die kommen. Und ich kannte das Lied und ich fand, als ich mir das zu Hause angehört, fand ich es jetzt nicht so krass, ich hätte es so krass mitgenommen oder so, angesprochen. Und ich dachte, okay, es ist ein ganz nettes Lied, ja, klar, egal wo wir sind, Gott ist der Heftigste, ist klar. Aber als ich das im Konzert gehört habe, war es wirklich so, als ob er das wirklich so, es war so, als ob Gott es einfach nochmal wirklich gesagt hat, ne? Und Gott einfach ganz klar nochmal sagt, egal wo du hingehst, du wirst niemanden finden, der so ist wie ich. Ne? Und das fand ich halt so krass, dass es in dem Moment, ich weiß nicht, ob es wegen dem Licht dann war oder keine Ahnung was, aber es war in dem Moment, war es einfach, es ist einfach Tatsache.
Ne? Ja. Es war einfach das, was Gott sagt über sich. Und das fand ich halt so krass in dem Moment, wo ich dachte, krass, wie schnell, wie unterschiedlich man ein Lied so aufnehmen kann. Ne? Je nachdem, wie man gerade auch gefühlsmäßig oder gedanklich gerade drauf ist. Ne? Und da war ich halt auch sehr dankbar dafür, dass ich dieses Lied sozusagen dann halt neu nochmal kennenlernen durfte und danach auch natürlich voll gefeiert habe, mir dann auch runtergeladen habe. Und ist echt ein schöner Song. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte dazu, wir waren ja alle auch in Paris, wie gesagt. Das war das erste Mal, dass ich halt in Paris war. Und man kannte auch die Sprache nicht, also ein paar von uns kannten Französisch, wie so eine Susi. Die kennt halt Französisch, aber ich beispielsweise, ich hatte keine Ahnung, wovon die Leute geredet haben und auch im Bus waren. Natürlich konnte man mit Englisch gut vorankommen, also die Leute waren echt offen, was man normalerweise Englisch nicht kennt, also aus Erzählungen. Aber die Leute waren halt ein bisschen zuvorkommend mit Englisch, aber trotzdem war das halt alles so ein bisschen auch neu. Und ich habe mir halt die ganze Zeit gedacht, irgendwie, krass, wir sind wo ganz anders, auch so ein bisschen. Manchmal habe ich mir gedacht, ich bin in einer ganz anderen Welt. Und dann habe ich mir trotzdem gedacht, aber trotzdem ist Chris aber gerade hier. Ja. So, und das hat mich dann auch in diesem Moment auch so ein bisschen gepackt, weil ich mir dachte, ich bin zwar gerade in Paris und war gerade noch in Deutschland, aber trotzdem ist Chris mitgekommen. Also es war die ganze Zeit halt dabei. Mhm. Und das auch nochmal zu realisieren, das war auch nochmal so nice. Ja, ihr habt gerade ja erzählt oder sie hat ein bisschen angedeutet, dass es Anfechtungen gab, Herausforderungen gab und bevor ihr überhaupt in Paris angekommen seid, was waren das denn für Herausforderungen? Weil das ist ja auch, gehört auch zum Alltag von uns Kindern Gottes, ne? Erzählt mal. Wir selber. Ja. Also ich habe einfach gemerkt, das Ding ist, bei mir war es ja so, dass ihr habt ja so die Planung gemacht. Ich war ja total. Ich habe ja nichts mit der Planung zu tun gehabt. Ich habe ja jetzt. Bei mir war es ja eher so, zwei Tage vorher habe ich gefragt, wie fahren wir, und dann habe ich alle Infos bekommen. Deswegen, ich hatte jetzt keine Anfechtung, wenn es mit der Planung ging oder wie wir es mit dem Geld machen oder sonstiges, weil ihr so gesagt habt: Komm, wir machen dir so ein kleines Geburtstagsgeschenk. Wir planen für dich und du musst einfach nur da sein. Aber als ich halt dann nachgefragt habe und dann ein paar Sachen herausgekommen sind, habe ich halt einfach, ich weiß nicht, ich saß zu Hause, ich habe einfach mit dem Heiligen Geist gesprochen und gemerkt, dass wir uns so viele Probleme machen. Und ich war anfangs ein bisschen sauer, aber dann dachte ich mir so, es ist gut, dass es jetzt rausgekommen ist, weil jetzt kann man halt dran arbeiten. Und ich habe einfach verstanden, dass das Leben ist eigentlich einfach. Es ist wirklich einfach. Es sind aber wir, die es. Wir machen es so übertrieben, es kompliziert. Mhm. Und Gott muss uns so oft aus Situationen rausholen, wo er sich denkt: erstens war es gar nicht so geplant und zweitens hätte mich direkt gefragt, hätte ich dir gesagt: Nein, und warum machst du dich einfach so? Und warum, ne? Warum willst du immer den harten Weg gehen? Warum willst du immer gegen die Wand laufen? Und ich hatte das Gefühl, dass halt so viele Sachen halt rausgekommen sind, die einfach mal rauskommen mussten. Und dass man einen realisiert hat, dass okay, vielleicht bin ich doch nicht so ehrlich, wie ich immer gedacht habe. Und vielleicht bin ich doch nicht so der Teamplayer. Vielleicht vertraue ich Gott nicht. Vielleicht vertraue ich den anderen Mädels nicht. Vielleicht habe ich auch gar keinen Bock auf andere Mädels. So. Und es ist so viel rausgekommen, dass ich weiß auch, als ich diese Nachricht in die Gruppe geschrieben habe, dass ich euch gesagt habe, dass ich hoffe einfach, dass ihr dieses Wochenende nutzt, dass wir dieses Wochenende dafür nutzen, in den Spiegel zu sehen und zu realisieren, was wirklich noch abgeht und Gott einfach jetzt arbeiten zu lassen. Deswegen war es auch, dieses Wochenende war für mich sowas wie ein Neuanfang. Ich mir gedacht habe, okay, du hast jetzt gesehen, was abgeht, bei deinen Geschwistern, aber auch bei dir. Weil nur weil nichts so nach dem Plan läuft, hast du keinen Grund auszurasten oder so, weißt du? Und es war wirklich, ich habe wirklich in den Spiegel geguckt. Das ist echt so, als ob du einfach ein Gesicht voll Pickel siehst und du denkst, okay, ich gehe morgen zu DM und hole mir Abschnittstücher und hole mir ein Papier, weißt du, hole mir irgendwelche Sachen, um das Gesicht wieder zu fixen. Und so war es halt bei mir und ich habe einfach gebetet und gehofft, dass es halt bei euch auch so ist, weil ich einfach realisiert habe, dass diese Woche, man kann entscheiden, ob es einfach eine Woche ist, die man in Erinnerung behält oder ob diese Woche einfach dein Leben wird.
Und ich will, dass ich also mein Leben habe. Ich will nicht gestresst sein. Ich will mir nicht Filme fahren. Ich will mich nicht Gott anzweifeln, meine Geschwister anzweifeln. Und sie hat sich auch gesagt, dass wenn ihr zufrieden seid, wenn die Woche für euch chillig war, dann bleibt so. Aber wenn ihr gemerkt habt, dass ihr wirklich an euren Kräften gezerrt habt, dann please repent and go back to Christ. Ne? Weil er nutzt ja alles. Es ist ja schön, dass er auch so schlechte Situationen nutzt, um euch wieder zurückzuholen. Und am Ende des Tages bin ich trotzdem dankbar, dass alles so passiert ist, wie es passiert ist, weil wir jetzt alle bessere Menschen sind, so, ne? Und einfach verstanden haben, dass Gott einfach der Heftigste ist. Und deswegen weiß ich jetzt wirklich, dass Gott jede schlechte Situation dafür nutzt, dass am Ende verherrlicht wird. Ja. Und ja, wenn ich jetzt in den Spiegel gucke, sehe ich diesen Menschen nicht mehr. Aber sowas von hart nicht mehr. Und ich sehe es auch nicht mehr bei meinen Geschwistern. Weil ich jetzt einfach weiß, dass es klingt vielleicht traumatisch, aber es war wirklich so. Es war wirklich eine harte Woche. Es war wirklich eine krasse Woche, wo ich echt gemerkt habe, wenn wir nicht die Wahrheit hätten, würden wir auch gar nicht mehr so hier so sitzen. Ein paar Leute, wirklich, wäre einfach getrennte Wege gegangen. Weil irgendwann mal ist es so viel, selbst Leute, die sonst so ruhig sind so ausgerastet, weil es wirklich so viel war. Und ja, man hat einfach gemerkt, dass der Teufel wollte Zwiespalt reinbringen, Streit reinbringen, alles reinbringen. Und am Ende waren selbst Leute involviert, die gar nicht mitgefahren sind. Das, ne, also das war so ein Wirrwarr, aber einfach, ich bin Gott so dankbar, dass, wie es also auch gesagt hat, ist God like you. Es gibt halt gar keinen Gott, der in der Lage ist, nach sowas wieder strahlenden Sonnenschein reinzubringen. Das war krass, so, das ist, dass man immer noch, dass man jetzt sogar, ich habe das Gefühl, ich liebe euch jetzt mehr als vorher. Obwohl ich gesehen habe, was bei euch abgeht. Das ist halt so. Eigentlich müsste man zu denken, so. Aber man ist halt einfach noch mehr zusammen gewachsen. Nicht nur untereinander, sondern auch in Christus. Weil ich einfach verstanden habe, dass boah, du willst uns davon abhalten, so ein Leben zu führen. Also, warum renne ich dann nicht einfach zu dir? Das ist halt so, als ob du bist halt lieber im Gefängnis leben, als frei zu sein. So, die Tür ist schon offen und eigentlich kannst du durchgehen, aber du willst halt einfach da sitzen bleiben. Na, und ich habe mir einfach gesagt, guck mal, Gott hat doch diese Tür geöffnet. Geh einfach durch, Jennifer, geh einfach durch! Ja, und ich bin deswegen, das war halt so eine Festung. Nicht nur die Planung war gesegnet, sondern die Hinfahrt. Also I lay down my, I lay down.